Hey Leute. Ja, wir haben ja mal vor geraumer Zeit ein Video gemacht, wo wir darüber geredet haben, welche Jedis eigentlich die stärksten sind. Dabei beziehen wir uns hauptsächlich auf die Jedis in den Filmen und Serien und nicht jetzt irgendwie Comics, Canon, Legends und alles zusammenmischen, sondern wirklich von denen, die uns durch Film und Serie bekannt sind. Das Video könnt ihr euch sehr gerne reinziehen, indem ihr oben auf das i-Pünktchen klickt. Ansonsten starten wir jetzt mal rein, wer eigentlich so die mächtigsten Sith sind. Für mehr solcher Videos vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Wer natürlich sehr, sehr mächtig ist und einen Platz auf dieser Liste verdient hat, das sind die Inquisitoren. Denn die sind nicht zu unterschätzen. Sie waren einst Jedis und konnten sich die Mächte der Jedis aneignen und sind dazu ausgebildet, diese entsprechend auch noch zu jagen. Was heißt, die Inquisitoren haben eine gewisse Art von Stärke, müssen sie ja haben, sonst könnten sie ja die Jedis nicht aufsuchen und jagen. Deshalb sind die Inquisitoren nicht zu unterschätzen, denn sie sind schon sehr starke Sith. Wer natürlich ein bisschen stärker ist als die Inquisitoren, das sind natürlich die Nachtschwestern, die sich den Inquisitoren ja auch angeschlossen hatten, aber auch ihr eigenes Ding durchziehen. Die sind sogar tatsächlich nochmal ein bisschen mächtiger als die Inquisitoren, denn die sind nicht nur an die Macht gebunden, sondern noch wesentlich andere Mächte spielen damit rein. Dementsprechend sind die Nachtschwestern so stark, dass sie die Inquisitoren sogar auslöschen könnten, wenn sie es wollten. Wer natürlich noch stärker ist als die Inquisitoren und die Nachtschwestern, ist ein Sith, der nicht zu unterschätzen ist, und das wäre Darth Maul. Darth Maul hat nicht nur den ersten Teil überlebt, sondern sollte eigentlich ursprünglich in der George Lucas-Fassung für Teil 7, 8 und 9 sogar das Imperium übernehmen und gar nicht Sidious eigentlich. Aber leider wurde das rausgestrichen. Das zeigt eigentlich, dass Maul ein ziemlicher Überlebenskünstler ist und viel stärker, als man glaubt, denn auch in der Clone Wars Serie taucht er immer und immer wieder auf und macht schon ziemliche Probleme. Was bedeutet, dass Maul ja eigentlich gar kein schlechter Sith sein kann. Es gibt aber jemanden, der sogar noch viel stärker ist als Maul. Und das wäre Count Dooku, der sogar so mächtig ist, dass er sich die Machtblitze von Darth Sidious aneignen konnte. Mal von seinen Lichtschwertfähigkeiten abzusehen, dort ist er nämlich auch ziemlich stark, also er hat das Lichtschwert wirklich drauf und kann damit wirklich sehr gut umgehen, ist natürlich seine Macht so stark, dass er es teilweise sogar kurzzeitig mit Yoda aufnehmen konnte, was echt heftig ist, was natürlich zeigt, dass Dooku definitiv nochmal wesentlich stärker als Maul ist. Auf Platz 2 hätten wir da den Imperator selbst, Darth Sidious, oder Imperator Palpatine. Ja, der ist natürlich auch unheimlich mächtig, brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir alle. Hast du gedacht, der ist auf Platz 1? Ich ursprünglich auch, aber nein, ist er tatsächlich nicht. Er ist im Gegensatz zu allen anderen nicht auf sein Lichtschwert angewiesen und hat die Machtblitze absolut unter Kontrolle. Er konnte dem Tod auch mehrfach entrinnen und ist wirklich ein so mächtiger Sith, dass es echt unheimlich schwer ist, ihn auszulöschen. Wir haben auch in Teil 9 gesehen, wie er ein ganzes Imperium nur mit seiner Macht wiedererwecken konnte, was zeigt, wie unglaublich stark er eigentlich ist. Doch er ist nicht der Stärkste. Es gibt jemanden, der sogar viel stärker ist als Sidious. Und das ist kein geringerer als Darth Vader. Ja, die Ironie ist natürlich dahinter, dass er ja auch, oder Anakin Skywalker, auch auf Platz 1 ist bei den Jedis, denn sein Midichlorianer-Wert ist viel höher als alle anderen und er ist eigentlich mit Abstand der stärkste Jedi und dementsprechend natürlich auch der stärkste Sith, denn er hat es nicht nur geschafft, Sidious zu besiegen und tatsächlich seine Mission als Auserwählter zu erfüllen, sondern er ist und bleibt einfach rein machttechnisch unheimlich stark. Man hat es auch in der Obi-Wan-Serie gesehen. Darth Vader ist wohl mit Abstand der mächtigste Sith, den es gibt. Und ja, wer ist denn dein Lieblings-Sith? Schreib mir das in die Kommentare, ich würde es sehr gerne mal sehen. Ansonsten war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tagesschau.